Prozessziele sind der fundamentale Baustein zur kontinuierlichen Verbesserung. Denn wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind der richtige. Dieser Satz stammt von Seneca und der ist rund 2000 Jahre alt, also wirklich keine neue Erkenntnis. Und trotzdem tun sich so viele Unternehmen und vor allem Vorgesetzte schwer, mit klaren Prozesszielen zu steuern. Und wie man das ändert und auf was Sie als Führungskraft achten sollten, das verrate ich in diesem Video. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Warum sind Prozessziele so wichtig? Stellen Sie sich mal ein Fußballspiel vor, in dem es keine Tore gibt. Es stehen zwar 22 Spieler auf dem Rasen, also zwei Mannschaften, aber es ist kein Tor in Sicht. Was wird es passieren? Zuerst wird ein bisschen herumgekickt, vielleicht werden Pässe geübt und man versucht, dem Gegner vielleicht keinen Ballbesitz zu gewähren. Aber recht schnell wird das Ganze doch auch ziemlich langweilig. Und warum soll man eigentlich hin und her rennen, wenn es kein Tor gibt? Man kann sich ja auch zusammenstellen oder hinsetzen und miteinander ein gutes Gespräch führen. Also wenn das Ziel fehlt und damit der Ansporn, das Ziel zu erreichen, dann bricht ganz, ganz schnell die Motivation zusammen. Und genau das Gleiche gilt auch für Ihr Team in Ihrem Unternehmen. Wie wollen Sie denn Ihr Team wirklich anfeuern, gemeinsam trainieren, weiterbilden, ausprobieren, einen Weg finden, um besser zu werden und Erfolge feiern, wenn überhaupt nicht klar ist, was denn eigentlich erreicht oder verbessert werden soll? Also wenn dieses Ziel fehlt, dann fehlt ja auch da diese entsprechende Motivation. Und mit klaren Prozesszielen löst man eben dieses Problem. Prozessziele geben Orientierung, auf was es eigentlich ankommt und wo man sich hinentwickeln soll. Und wie kommt man jetzt zu diesen guten Prozesszielen? Also wer gibt die vor? Wie macht man sowas? Idealerweise gibt es also im Spätherbst, ich sage mal jetzt so im November vielleicht oder sowas, eine Strategieklausur, auf der die Ziele für das kommende Jahr für das gesamte Unternehmen besprochen werden. Das sind dann meistens die Geschäftsführung, die Unternehmensleitung und vielleicht auch die nächsten Führungskräfte mit dabei, die sich dann überlegen, was nehmen wir uns vor, was muss also entsprechend getan werden. Und aus diesen Unternehmenszielen werden dann eben die entsprechend operativen Prozessziele abgeleitet. Wie sieht das Ganze jetzt wirklich aus? Dazu vielleicht ein anschauliches Beispiel. Wenn das Unternehmensziel lautet, wir müssen flexibler werden, um schneller auf Kundenwünsche reagieren zu können, dann ist das jetzt erstmal so generisch, schwammig, mit dem kaum einer was anfangen kann, aber das kann man dann in ein operatives Prozessziel übersetzen. Die Durchlaufzeit bei der Produktentwicklung muss um 25% gesenkt werden, damit wir schneller die Kundenwünsche in unseren Produkten berücksichtigen können. Das wäre dann so eine Übersetzung eben tatsächlich in ein wirkliches operatives Prozessziel. Und wenn Sie schon eine Messung gemacht haben und wissen, wie lange Ihr Produktentwicklungszyklus wirklich dauert, von der Idee, bis es dann eben tatsächlich in der Nullserie schon geendet ist, dann können Sie auch diese 25% tatsächlich entsprechend berücksichtigen, die es eben schneller werden soll. Und wenn Sie diese ersten Daten noch nicht haben, dann erheben Sie die doch bitte schön. Das ist dann der erste Verbesserungsschritt, dass Sie wirklich einen klaren Überblick über Ihre Prozessdaten bekommen. Oder ein anderes Beispiel. Wenn wir die Rüstzeiten halbieren, dann können wir bei gleichem Aufwand doppelt so oft rüsten. Das halbiert die Losgrößen und wir können sehr viel flexibler produzieren. Das heißt, wir drängen diese Eilaufträge zurück, weil wir einfach in kleineren Losen produzieren können und deswegen sehr, sehr viel flexibler sind. Aber jetzt sieht die betriebliche Realität ja leider ganz anders aus. Unternehmensziele sind oft unklar oder auch überhaupt nicht vorhanden und dann erfolgt deswegen auch kaum so eine Kaskadierung, so ein Herunterbrechen top-down zu den einzelnen Teams runter. Und zum Thema top-down und bottom-up haben wir hier ein Hintergrundvideo erstellt. Schauen Sie doch mal rein, wenn Sie diese Begriffe noch nicht so ganz geläufig sind. Das ist nochmal eine schöne Erklärung dazu. Also, was mache ich als Führungskraft, wenn ich von meinem eigenen Boss keine übergeordneten Ziele bekomme, aber mein Team selbstverständlich Ziele erwartet? Das ist dann immer diese blöde Sandwich-Position, in der eben oft Teamleiter, Gruppenleiter, Abteilungsleiter wirklich stecken, die von oben keine klaren Ziele bekommen, aber nach unten eben entsprechend welche weitergeben sollen. Und genau für solche Dilemma gibt es eben tatsächlich auch eine Lösung. Sie können ja in Ihrem Einflussbereich mit der Setzung von Prozesszielen wirklich beginnen. Und dabei startet man immer mit Prozesszielen zur Effektivität, bevor man mit Zielen zur Effizienz beginnt. Effektivität und Effizienz, der Unterschied: beim Effektivität will man einen Effekt erzielen. Es geht also darum, die richtigen Dinge zu tun und bei der Effizienz die Dinge richtig zu tun. Also warum zuerst Effektivität und warum erst später sich um die Effizienz kümmern?
Zuerst muss ja das Produkt des Prozesses fehlerfrei erstellt werden, bevor ich es schneller oder kostengünstiger herstelle. Es bringt ja nichts, schnell fehlerhafte Produkte oder Leistungen zu stellen, weil das ist ja komplett für die Katzarbeiten. Und dazu vielleicht eine schöne Anekdote aus meinem Privatleben. Sie kennen ja dieses bekannte Möbelhaus mit diesen bildhaften Anleitungen und diesem Imbusschlüssel. So, meine Frau und ich hatten also auch solche Regale gekauft, die ich entsprechend aufzubauen hatte. Die ganzen Kartonagen waren also alle in unserem Wohnzimmer und ich habe die alle aufgemacht und ich sollte die zusammenbauen. So, und jetzt bringt es halt relativ wenig, wenn meine Frau mit der Stoppuhr neben mir steht und genau schaut, wie lange ich eben für irgendwas brauche, um ein Regal aufzubauen, wenn ich schon die Anleitung nicht verstehe. Also solange nicht das erste Regal fehlerfrei an der Wand steht, bringt es nichts, die dafür entsprechende Durchlaufzeit zu messen, sondern das bringt erst dann was, wenn ich die ganze Regalwand baue, dass ich eben abschätzen kann, wie lange ich dafür eben noch entsprechend brauche. So, das war so ein schönes privates Beispiel zum Thema Effektivität und Effizienz. Betrieblich als Prozessverantwortlicher muss ich ja letztendlich festlegen, welche Spezifikation ein Produkt am Ende des Prozesses erfüllen muss, damit es als fehlerfrei gilt. Und vor allem das gemeinsam in Absprache mit meinem Prozesskunden. Also wenn ich jetzt eine Leistung intern im Unternehmen erbringe, die ein anderer weiterverwenden soll, zum Beispiel indem ich einen Produktionsschritt habe, etwas zuschneiden und schweißen und danach wird es eben woanders eingebaut und montiert, da muss ich mir eben mit meinem nachfolgenden Prozesskollegen überlegen, was denen ihre Anforderung ist an meine Arbeit. Umgekehrt ist gleich auch in den Büro- und Verwaltungsprozessen. Wenn ich eine Leistung erbringe und ein Bautagebuch führe oder einen Regiezettel ausfülle, dann bin ich ja der Vorleister für denjenigen oder diejenige, die dann im Nachgang dazu die Rechnung erstellen muss. Also muss ich mich mit den Kollegen zusammensetzen und mir überlegen, was ist denn wirklich die Spezifikation für eine entsprechend fehlerfreie Leistung. Und bei Prozessen aus der Produktion gibt es das ja auch sehr häufig. Aber bei Büroprozessen und so weiter machen das wirklich die wenigsten, sich zu überlegen, was ist denn wirklich das Kriterium, damit eine Leistung als fehlerfrei gilt. Nehmen wir mal als Beispiel jetzt wirklich die Prüfung und Bezahlung von Lieferantenrechnungen. Die Rechnungen müssen korrekt sein. Nun liegt es nicht wirklich in Ihrer Einflusssphäre, dass Ihre Lieferanten eine korrekte Rechnung stellen. Aber es liegt in Ihrer Einflusssphäre, dass alle inkorrekten Rechnungen erkannt werden und dass Sie die entsprechend zurückweisen. Das gewünschte Prozessziel wäre also zur Effektivität in diesem Fall 100% der fehlerhaften Lieferantenrechnungen werden entdeckt und zurückgewiesen. Der zweite Schritt ist dann, dass die verbliebenen korrekten Lieferantenrechnungen bezahlt werden müssen. So, und was könnte hier die Spezifikation sein? 100% der geprüften und zu bezahlenden Lieferantenrechnungen sind am Fälligkeitstag bezahlt, wobei Skontoregelungen zu 100% zu nutzen sind. Das wäre jetzt eine Spezifikation für ein Produkt quasi, was in Ihrem Lieferantenrechnungsprozess am Ende hinten rauskommt. Wenn die Prozessziele zur Effektivität dann stabil erreicht werden, dann und wirklich auch erst dann sollten Sie sich wirklich Gedanken machen zu den Effizienzzielen. Und nicht, weil die Effizienz jetzt unwichtig wäre, aber wenn Ihre Effektivitätsziele nicht erreicht werden, dann haben Sie da einfach ein Problem, weil es einfach einen riesigen Rattenschwanz nach sich zieht. Und wenn Sie die hinkriegen, dann sparen Sie sich eben diese extrem teuren und zeitintensiven Nacharbeit oder Kundenbeschwerden oder Ähnliches. Und alleine das steigert ja schon Ihre Effizienz dramatisch, wenn diese ganze Arbeit, die eigentlich für die Katz ist, weil Nacharbeiten sind wirklich für die Katz, einfach wegfallen. Deswegen ein Tipp von mir mit einem Schmunzeln, also jetzt gut aufpassen, wie steigern Sie unmittelbar die Effektivität Ihres Informationsprozesses? Wenn Sie jetzt unseren Kanal abonnieren und das Glöckchen drücken, dann verpassen Sie kein neues Video. Das ist doch super effektiv, oder? Also jetzt aufs Abo klicken und damit nichts mehr verpassen. Was sind jetzt typische Prozessziele zur Effizienz? Mit gleichen Ressourcen mehr Output erzielen, als ein größeres Volumen zu produzieren. Oder die Durchlaufzeit zu verkürzen und damit wirklich schneller zu werden, dass die Sachen nicht mehr so lange rumliegen. Oder die Bearbeitungszeit zu verkürzen, damit weniger Mitarbeiter gebunden sind und die einfach Zeit haben für die wirklich wichtigen Aufgaben im Unternehmen. Oder das eingesetzte Material besser auszunutzen, damit sie weniger Verschnitt oder Ausschuss produzieren. Rüst- und Umstellzeiten zu verkürzen und damit flexibler zu werden.
All diese Ziele liegen ja wirklich in Ihrem Einflussbereich als Führungskraft mit einem Prozess. Sie sind ja nicht im luftleeren Raum, sondern Sie haben ja ein Team und eine bestimmte Aufgabe. Da können Sie ja gucken, was Sie wirklich sich da nehmen können, so als Jahresziel, um daran wirklich effektiv zu arbeiten. Allerdings muss man dazu auch den Prozess wirklich verstehen. Und zwar nicht nur, welche Schritte in welcher Reihenfolge verrichtet werden, sondern eben auch, wie die Datenlage dazu ist. Also wie lange braucht man für bestimmte Schritte oder für den Gesamtprozess. Und wenn Sie diese Basiskennzahlen zu Ihrem Prozess noch nicht verfügbar haben, dann schauen Sie doch unbedingt mal dieses Video an. Mit nur 3 Prozesskennzahlen kommen Sie da schon sehr, sehr weit und die lassen sich auch einfach erheben. Und wie das geht, das zeigen wir in diesem Video. Gucken Sie doch mal mit rein. Wie sind jetzt Ihre Erfahrungen zu diesen Prozesszielen? Also sei es, dass Sie als Führungskraft Ziele setzen sollen oder eben auch als Ihre Mitarbeiter, die eben Ziele erreichen sollen. Also so egal, in welcher Rolle Sie jetzt da gerade zuschauen, dieses Video, wie haben Sie das erlebt? So dieses Setzen von Zielen, ist es motivierend, ist es demotivierend? Schreiben Sie mir jetzt mal Ihre ganzen Anmerkungen und Ihre Fragen gerne auch in die Kommentare, denn wir beantworten die wirklich gerne. Sowohl in den Kommentaren als auch vielleicht, wenn es ein paar mehr Leute noch interessiert, entsprechend in neuen Videos. Und das ist das gute Stichwort. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.